So, hallo und herzlich willkommen. Hallo. So, im heutigen Video packen wir den Iohawk Kids aus und das ist die... Victoria. Jetzt geht's los. Bist du auch aufgeregt? Ja. Ja. Bin gespannt. So. Nochmal. Karton im Karton. Das war im Karton, in einem Schmetterling-Karton. Also da ist noch ein Karton mit Schmetterling, meinst du? Ja. Ja. Noch. So, dann. Sieht doch toll aus. Zieh mal. Boah. Hau. So. Den kannst du auf Seite stellen. So. Preislich kostet der Spaß aktuell 199 Euro. Bietet aber auch einiges. Das werden wir gleich uns in Ruhe auf jeden Fall anschauen. Das hier ist die Victoria. Die müsste theoretisch welche Farbe haben? Rot. Genau. Und der Noah hat welche Farbe? Weiß. Genau. Da steht doch rot drauf und weiß. Ach ja, so blöde. Ist vorne ein Bild drauf. So. Victoria. Ja. Alles hier wirklich großteils mit Pappe verpackt. Das ist schon mal ganz schön. Ja. Guck mal, ob da noch was drin ist. Ja. Hier. Stickers. Oh, Stickers, cool. Und eine Bedienungsanleitung. Und eine Bedienungsanleitung. So. Ist aber noch was drin. Noch Werkzeug. Ja, das brauchen wir auch noch. Hier ist noch was drin. Da. Die Schrottchen, ja, die brauchen wir jetzt gleich. Und Ladekabel. So. Und... Muss der Seitenständer hier. Und hier bei der Victoria sind sogar Sticker dabei. Glitzer und Essenssticker. Und was? Essenssticker? Oh ja. Cool. So. Den Karton stelle ich auch mal auf Seite. Ach cool, hier sind sogar zwei Fernbedienungen bei. Mit den Fernbedienungen kann man den schneller machen. Ja, zum Thema schneller. Der Scooter fährt 6 bzw. ihr könnt ihn dann regeln 12 km/h. Ihr dürft aber außerhalb eures privaten Grundstücks mit den Kids nur die 6 km/h fahren. Diese Schiebehilfe ist das, damit das alles safe ist. Schneller fahren ist dann, ja, ich sag mal wieder Tuning und das müsst ihr auf dem Privatgelände tun oder irgendwelchen privaten. Ja, schöne Stickers. So. So. Ich hab die Sticker einmal gezeigt. Dann müssen wir jetzt hier einmal... Tue ich einmal auf deinem Stuhl. Ja, stell dich einfach dahin. Den Stecker zusammenstecken. Das Rote ist die Victoria. Genau. Das Weiße ist... Der Noah. Der Noah. So. Sieht eher so braunlich aus. Bräunlich? Also so. Ja, grau. Hm? Grau eher. So, die Schrauben hast du auch irgendwo. Hier. So. Ja. Hier, Papa. Genau, hier ist eine. Ah ja, genau. Das ist eine Anleitung für die Bedienungsanleitung. Um den von den. Komm, ich mach sie dir ab, dann kannst du sie auch mal in die Kamera halten. Warte. Hier, bitteschön. Von den. Ja, das ist halt, um den Scooter schneller zu machen, 6 bzw. 12 km/h. Wie eben gerade erwähnt, ihr dürft halt, oder die Kids dürfen halt außerhalb des Privatgeländes nur 6 km/h fahren. Und wenn ihr irgendwie einen großen Hof habt, da dürfen sie auch mit 12 km/h rumdüsen. Wir haben aber keinen Hof. Doch, einen Hof haben wir schon, aber da kannst du nicht 12 km/h fahren. Da fährst du gegen das Törchen. Ja, und ansonsten, der Scooter wiegt 8,7 Kilo, Zuladung 50 Kilo, 2,6 Amperestunden auf 24 Volt, ein Ampere Charger ist dabei, das heißt, die Kiste wäre, wenn sie komplett leer ist, in ungefähr 2,6 Stunden wieder voll. Das ist da auch noch dabei. Die Bedienungsanleitung. Ja. Von der Victoria und vom Noah. So, mal gucken. Bluetooth mode.
Oh Gott! Hat mich das erschrocken! Ja, wir testen jetzt gleich auch mal den Bluetooth-Mode aus. Bluetooth, was heißt das? Wir können den mit dem Handy verbinden. Und dann... Mit welchem? Mit meinem gleich, wenn ich wüsste, was wäre. Gut, dass du es weißt. Und dann sollte auch der Lichtstring an der Seite sich so ein bisschen dem Beat anpassen, wenn ihr welcher Musik Licht? Hört. Hier ist gar hier. Kein Licht. Ach, da! Ich glaube, vorne, das geht auch noch irgendwie an. Beziehungsweise hier vorne ist auch noch ein... Guck mal, ist doch Licht. Zack. Tada! Genau, tada. Soll ich das abmachen? Wenn du es schaffst. Ansonsten wollte ich es gleich abschneiden. Ich wollte vorsichtig mit dem Messer schneiden, das ging nämlich schwer. Kannst du das Messer mir schon mal holen? Also ein Messer ist dann nicht dabei. Wenn ihr einen Cutter habt, könnt ihr das auch benutzen. Ja, genau. Ansonsten ein scharfes Küchenmesser. Mhm. Oder so, gib mal her. Ja. Oh, alles gut, nichts passiert. Ist mir aus der Hand gefallen. Mir? Ja, aber ich hab's noch nicht richtig in der Hand. So, zack. So, dann. Ich wieder auf Seite. So. Hui. Oh. Was haben wir denn eigentlich hier? Wir haben sogar einen Heckantrieb. Wo? Heckantrieb? Wow. Nennleistung weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir hinten einen Hartgummireifen. Vorne haben wir Luftreifen. Da machen wir auch gleich schon ein bisschen Luft rein. Oder zumindest, nee, ist auch ein Hartgummireifen. Hartgummireifen? Ja. Muss da keine Luft rein? Nein, warte mal. Guck mal gerade. Aber ich. Nee, beides Hartgummireifen. Vorne und hinten. Darf ich mal hin? Ja. Ist der hart. Auf jeden Fall braucht auch der Scooter hier erstmal ein bisschen Anschwung, um dann, also einmal ankicken und dann Gas geben. So, stell dich mal drauf, ich halte mal fest. Schöne Höhe für dich. Ne? Mhm. Ja. Ja. Jetzt ein Suche. Kann da auch eine Farbe stehen bleiben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt so. Oder man kann... Aus. Doppelklick geht's aus. Doppelklick geht's an. Aber das ändert immer die Farbe. Ach, genau. Guck mal, du hast sogar ein Bremslicht. Mhm. Das schaffen manche E-Scooter-Hersteller. Also es blinkt wie bei so einem US-Modell. Aber, kann man das hier anmachen? Nein, das ist nur ein Reflektor. Ach so. Was ist das? So, aber wir verbinden jetzt mal gerade den Scooter. Ich mache mal ganz kurz Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So, wir haben jetzt mal das Ganze mit dem Handy gekoppelt. Ist auch mega leicht. Einfach in Bluetooth-Einstellungen, da steht dann iHawk Kids, draufklicken, verbindet. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie geil das Teil performt. Ich muss natürlich hier ein Lied nehmen. Ich habe jetzt, wo ich auch die Rechte habe, das ist das Problem. Ich kann nicht einfach das Radio nehmen, sonst wird das geclaimed und man kriegt ein bisschen Ärger. Jetzt spiele ich einfach hier auf meinem Handy ein Video von mir ab, wo am Anfang ein bisschen Musik ist. Und ja, let's go. Und dann könnt ihr sehen, dass der LED-Streifen sich der Musik so ein bisschen anpasst. Wechselhaft. Das ist schon cool, oder? Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel pausiere, dann habt ihr wieder nur diesen Lichterwechsel. Und wenn halt wieder Musik ist, dann passt sich der Streifen so ein bisschen dem Beat an. Und für einen 199 € Scooter, also der Sound hört sich auch noch echt gut an, oder Marie? Ja. Ja, so. Motorleistung kann ich gar nichts zu sagen, glaube ich. Ich gucke noch mal gerade. Lenkerhöhe 92 cm. Elektronische Hinterradbremse, vorne eine Trommelbremse. Das ist meine Lieblingskombi. Das wissen die meisten. So, und ansonsten, ja, zum Motor selbst kann ich gerade gar nichts sagen. Also aber ich denke, der wird ausreichend stark sein. Dann, wie gesagt, 8,7
Kilo schwer, schön Glattmechanismus, können das Ganze auch noch hier hinten einhaken. Marie, hebt mal hoch. Kannst du den hochheben mit, ach, und? Ist das schwer? Nö. Geht? Gut. Ups. Heb mal hoch, dreh mal um. Zeig mal den. Oder so, ja. Ja, das geht, ne? Boah. Ja. So. Aufklappen, auch wieder easy. Easy, Bibi. Hoch und das einfach hier rüberschmeißen. Dann hakt das Ganze ein. Und macht doch einen stabilen Eindruck. Kann man noch eine andere Musik drauf machen? Ja, natürlich. Man kann jede Musik. Nachher kannst du jede Musik drauf machen. Nur für das Video brauche ich halt Musik, wo ich Rechte für habe. Ja, das sieht gut aus. Und wir machen jetzt die nächsten Tage, wenn es trocken ist, ein schönes Video von dem Scooter, ne? Ja. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klicken, liken und abonnieren. Genau. Sie hat Ahnung. Hören. So, tschüss. Tschüss.